Wir reisen zu Erlingar Torgilsson. Das ist der alte Mann, dessen Söhne uns überfallen und uns unser Erbe streitig gemacht haben. Valdis, die Anführerin dieses Wikingerdorfes, muss jetzt gleich eine harte Entscheidung treffen. Oder eine, die nicht ganz so hart ist, auf jeden Fall eine, die über die Zukunft ihrer Person, ihres Ranges hier in dem Dorf und ihrer kleinen Gemeinschaft entscheidend ist. Aber zuerst wollen wir mal dorthin reisen, wo es auch weitergeht, nämlich hierhin. Hier ist der Rand der Karte und hier reisen wir jetzt gleich zu dem Bauernhof, den der alte Mann bewirtschaftet. Zur Erinnerung, ein Sohn von ihm, der hat uns nicht mehr fallen. Das ist der Jüngste, der ist abgehauen, als wir ihm gut zugeredet haben. In dieser Nacht, wo das Festmahl stattfand, zu Ehren unseres verstorbenen Vaters, als die anderen Söhne uns überfallen haben. Das ist die Kampagnenkarte. Tooltip sagt es, ihr selber seht es auch so. Und die ist schon hübsch gemacht, oder? In dieser Textilstruktur. Sehr, sehr nett. Es gibt verschiedene Orte, die kann man anklicken. Zwischen denen kann man hin und her reisen. Es gibt Tooltips, die einem erklären, wie lange es dauert. Und es gibt bestimmte Dinge, die man da beachten muss. Zum Beispiel, besetzt bei diesem Lager heißt, wenn man dahin fährt oder dahin geht, dann wird es voraussichtlich um einen, kommt man voraussichtlich in einen Kampf hinein. Man muss sich dieses Lager erstmal erobern. Mittelnahrung bedeutet, wenn man da zur Jagd geht beispielsweise, dann ist es möglich, sich zu verpflegen, aber es ist nicht optimal. Und dann gibt es noch so Qualitäten wie Sicherheit hoch, Unterschlupf schlecht, steht da. Unterschlupf schlecht heißt einfach, dass das zum Ausruhen, zur Regeneration nicht perfekt ist. Und Sicherheit hoch, das bedeutet, dass man da nicht unglaublich viel Angst haben muss, dass man des Nachts überfallen wird und nicht so viel Wert darauf legen muss, Posten aufzustellen und sich zu beschützen. Genau. Die komfortabelsten Lagerplätze sind meistens schon besetzt. Aber wir haben ja eh was anderes vor. Wir brauchen keinen Lagerplatz. Wir müssen auf dem Hof von Erlingar mit ihm ein Wörtchen reden. Übrigens, wie groß die Karte ist, wollt ihr jetzt wahrscheinlich auch sehen. Das ist hier Dänemark. Und wenn ihr euch das hier mal anschaut, ja, tatsächlich, so sieht Dänemark aus. Hier irgendwo ist Kopenhagen. Da residiert Logic Artists. Viele Jahrhunderte später die dänischen Entwickler dieses hübschen kleinen Spieles. Das Tutorial erklärt einem, wie man hier reist. Es kann jederzeit unterwegs auch zu zufälligen Ereignissen kommen. Allerdings nicht dann unbedingt, wenn man über die Straße reist, dann ist das unwahrscheinlicher. Aber hier in unserem Fall zum Beispiel, da klettern oder stopfen wir ja quer durch die Tundra oder wie immer man diese verschneite Gegend im Winter nennen möchte. Es gibt Sonnenuntergang, es gibt Sonnenaufgang. Unsere Leute können auch müde werden zwischendurch. Das betrifft auch die unterschiedlichen Charaktere. Da muss man vielleicht reagieren. Es kann sein, dass jemand hungrig wird. Alles relevant für die durchschnittliche Moral unseres Gefolges. Da müssen wir also immer gut aufpassen. Okay? Alles klar. Wir nehmen alle unsere Leute mit. Bis zu 5 können wir auswählen. Asleifer kommt jetzt dazu. Mehr können wir in taktische Karten nicht mit reinnehmen. Hübsch, ne? Hübsches, stimmungsvolles Bild. Das ist sicher unser Dorf, in dem wir aufgebrochen sind. So, wir erreichen die Grenze von Erlingar Torgilssons Grund. Sanfter Rauch steigt aus dem Kamin des größten Hauses auf. Sklaven verrichten auf den Feldern die Arbeit. Noch hat uns keiner bemerkt, was aber nicht mehr lange so bleibt. Ketil hofft, dass alles halbwegs gut verläuft. Er ist ja schon mal schlimm verprügelt worden. Und Nefja runzelt ihre hübsche Stirn und stellt fest, das sind aber mehr Sklaven, als ich in Erinnerung habe. Schlecht bewaffnet, aber wenn die ihren Herrn verteidigen, das könnte für uns nicht so gut sein. Und Ketil, der alte Fuchs, schlägt einen Überraschungsangriff vor. Hinterm Haus positionieren, das Haus anzünden, das allgemeine Tohuwabohu nutzen, um dann zuzuschlagen. Aber ob ein cleverer Plan, sagt Nefja, aber ein solcher Tod, den hätte noch nicht mehr Erlingar verdient. Dieser verbitterte alte Bastard, auch er sollte doch die Chance bekommen, ehrenvoll abzutreten und nicht bei lebendigem Leibe wehrlos und hilflos des Nachts abgefackelt zu werden. Und wie reagieren wir? Valdis kann ganz die tugendhaft und ehrenvolle begeben und sagen, wir geben uns zu erkennen, damit er sich verteidigen kann.
oder sagen, ihn ausräuchern, damit er in unseren Hinterhalt rennt. Oder gar keinen von ihnen töten. Ja, verbannen wäre vielleicht eine Lösung, aber jetzt mal ganz ernsthaft. Überlegt euch mal den Charakter von Valdis. Soll sie wirklich jemand sein, die immer und in jeder Situation, ohne zu differenzieren, einfach nur auf Diplomatie geht? Ich glaube, wir sollten sie nicht unterschätzen. Sie ist auch die geborene Herrscherin. Das heißt, sie sucht immer dann den Weg des Ausgleichs, den Weg einer friedlichen Lösung, wenn es ihr nützt. Nicht aus hehren moralischen Gründen und ohne den eigenen Nutzen überhaupt zu berücksichtigen, sondern sie ist auch ein Fuchs, ähnlich wie Ketil, denke ich mir. Sie sagt sich, okay, wir müssen nicht immer mit dem Kopf durch die Wand, wir müssen nicht immer uns überall Feinde machen, wir müssen uns Bündnisgenossen suchen und Leute, die an unserer Seite kämpfen, aber für einen Zweck, nämlich für den Zweck, dass wir reicher, mächtiger und stärker werden. Einen alten Mann, den wir fertig machen können, darauf zu verzichten, ihn in den Staub, in den Schnee zu werfen und uns dadurch ein gutes Ansehen zu erwerben bei unseren Nachbarn und bei den anderen Tarnen, das ist nicht unbedingt die klügste Methode. Klüger wäre doch vermutlich, ihn fertig zu machen. Wenn der Gegner stark wäre, übermäßig stark, wir würden vielleicht auf Tote stoßen, in unseren Reihen Leben riskieren, dann wiederum könnten wir uns das anders überlegen. Also ich glaube, Nefja sollte man nicht unterschätzen. Und vor allem das Christentum, das regiert diese Welt noch nicht. Von wegen, hier, ich halte dir die eine Wange hin und du haust mir auf die eine Wange und ich halte dir die andere hin. Sowas gibt's hier nicht. Jesus Christus ist hier ins Wikingerreich nicht gekommen. Der ist in Palästina gestorben. Der hatte dieses heidnische Land nie gesehen. Aber eine Chance, sich zu verteidigen, die soll er bekommen. Ehre ist gut, auch deshalb, weil die Beteiligten hier vielleicht ja weiter erzählen, was hier passiert ist. Also auch Asleifer unterstützt uns und sagt, es macht eher einen besseren Eindruck. Wir müssen auch immer im Kopf behalten, wie reagieren unsere Leute, wenn wir halt so besonders heimtückisch auftreten. Wir sind dem sturen alten Geißbock sowieso überlegen, sagt er und meint damit nicht das Maskottchen des 1. FC Kölns, auch wenn alle seine Sklaven an seiner Seite kämpfen. Witzig, ne? Diese Mission heißt Hausputz. Wir sollen unser Haus, unser Reich sauber machen und die Familie erledigen. Wir laufen mal direkt vor, da ist schon der erste Sklave. Der wird uns gleich sicher auch sehen. Wir laufen direkt drauf zu. Und quatschen ihn an, den alten Mann, der vor seinem Bauernhaus steht. Wir kennen ihn bis jetzt nur flüchtig, also Valdis, seine Familie blieb stets in den Randbezirken. Als junger Mann hat er das Haus selbst gebaut. Nun ist sein Haar ergraut, sein Gesicht faltig, doch er ist immer noch der stolze Patriarch seines Gehöftes. So sieht er aus, Erlingar Torgelsson. Wir sprechen ihn an und sagen, deine Söhne haben beim Begräbnis meines Vaters den Frieden gestört. Sie mögen besoffen gewesen sein. Doch du Erlingar, du warst derjenige, der sie gegen uns aufgebracht und sie angestachelt hat. Nein, nein, sagt er. Es war nichts weiter als jugendliche Torheit. Du hast von unserer Familie nichts mehr zu befürchten. Ich schwöre es dir. Sollen wir ihm glauben? Asleifer grummelt verächtlich und sagt, da scheißt der Hund drauf. Er schätzt es realistisch ein. Wir könnten sagen, wenn du es schwörst, werde ich dich verschonen, aber das lass mal bleiben. Ich glaube ihm nicht. Ich glaube ihm nicht. Asleifer glaubt ihm nicht, die anderen glauben ihm nicht und ich gehöre mal auf das, was meine Freunde und Waffengefährten mir raten. Verschiedene Möglichkeiten, kämpfen oder, vierte Möglichkeit, verbannen. Bei Tagesanbruch wirst du fortgehen oder du wirst hingerichtet. Oder Probe auf Geschicklichkeit. Versuchen, ihn durch einen Überraschungsangriff zu töten und dadurch den Kampf zu beginnen. Ist das ehrenvoll? Oder sowas wie hier. Du und deine Familie, ihr habt den Clan verraten. Ich bin gekommen, um dich und deinen letzten Sohn zu töten. Die Frauen aber, die werden bloß verbannt. Oder die ganz harte Variante. Ob er die Klinge gegen uns erhoben hat oder nicht, ein jeder von euch hat den Clan verraten. Kein Mitglied deiner Familie, ob Mann, ob Weib, ob Sklave, ob Gesinde, wird hier lebend rauskommen. Ich sag mal das Erste. Oh. Das Leben seiner Frauen, seiner Kinder,
seiner Sklaven ist ihm nichts wert. Du sollst wissen, dass ich mich wehren werde. Wenn wir heute sterben, dann sterben wir im Kampf. Und nehmen alles mit, in Klammern gesetzt und geschrieben, was in unserem Gefolge ist. Zieh deine Waffe, Erlinger, sagte Nefja. Der Kampf beginnt. Wen wir haben als Gegner? 7 Feinde. 7 auch Sklaven, die aber alle, ihr seht es unten, etwas weniger Trefferpunkte haben. Nicht die Standardhunter, etwas Standardpunkte 100 und auch etwas weniger Schaden. 7 bis 10. Schadensreduktion immer so um die 2%. Das ist mäßig. Und wir selber mal beispielsweise auf unseren Kittil zu zeigen oder die anderen Herrschaften, deutlich mehr Trefferpunkte und unser Schaden um ein Vielfaches höher. 71, 60 Punkte, die wir geben können. Also die sollten wir erstmal ignorieren. Wir sollten unseren Kampf konzentrieren auf die, die wirklich richtig gut kämpfen können. Zum Beispiel auf den hier. Erlinger. Auch sein Schaden ist nicht allzu hoch. Das heißt 20 bis 25, was uns höchstens halt gefährlich werden kann. Kiefernschild und Schwert. Das ist die Masse an Gegnern. Und wir haben hier hinten noch einen Heiler. Arre Erlingsson. Den möglicherweise als erstes außer Gefecht nehmen. Wir nehmen uns mal unseren Ketil. Der hätte die Fähigkeit lähmen. Genau. Der könnte zum Beispiel den alten Mann lähmen. Trefferchance 85, den Heiler auf 75. Und wir sagen gleich, wir geben alles und attackieren ihn volle Pulle. Wenn wir zum Beispiel hier unsere Waldes uns anschauen. Trefferwahrscheinlichkeit, das ist, ach so, Moment mal. Das ist Waldes, genau. Trefferwahrscheinlichkeit ist verdammt hoch. Machen wir. Wir gehen sogar auf Schnellschuss. Erst den alten töten. Abgeblockt. Das hat gesessen. Schaut mal, er hat kaum noch Trefferpunkte und sein Schild und seine Rüstung nützen ihm fast gar nichts. Dann setzen wir natürlich nach. Das kann Nefja erledigen. Die läuft hierhin. Die kann die keine mit dem Speer aus einer Zweierentfernung zustechen. Und macht das auch. Das war Erlinger. Gleich in der ersten Runde außer Gefecht genommen. Wir kämpfen weiter. Waldes kann nicht mehr ziehen. Ketil, der Jäger. Als nächstes sollten wir vielleicht den Heiler jagen. Das heißt, wir bewegen uns mit Ketil. Hierhin. Auf der Sichtlinie. Ja. Und lähmen können wir immer noch, aber wir können auch direkt auf ihn schießen. Dann muss er sich vielleicht selber heilen. Geplagt als neuer Status. Dann haben wir hier, weil das hatten wir schon, dann haben wir unseren Assläufer, den Nahkämpfer. Die meisten Gegner sind hier vorne. Gibt es einen Bogenschützen dabei? Ich glaube nicht alles Nahkämpfer. Hier rechts. Das ist ein Bogenschützen, glaube ich. Also die killen den alleine. Wir schicken mal den Assläufer auf die Jagd. Nein, das ist nur eine Heugabe. Wir behalten die mal zusammen. Wir behalten die zusammen und decken hier unsere Waldes. Und klicken auf Schlagbereit. Greift automatisch den ersten Feind an, der den Nahkampfbereich betritt. Alles klar? Jetzt rennen sie von aller Seite heran. Ihr Herr ist eigentlich tot. Warum kämpfen die noch? Loyale Sklaven. Da merkt man mal, das Personal ist heutzutage nicht mehr das, was es mal war. Ein Effekt, den der Heiler ausüben kann, demoralisieren, kann nicht nur die eigenen Leute fitter machen, sondern auch Moralabzüge bei uns bewirken. Der
Schrecken sollten wir echt außer Gefecht nehmen. Wir nehmen unsere Nefja. Zwei vor. Oh, das habe ich übersehen. Auf dem dunklen Terrain. Stechen einmal zu. Hier seht ihr, das Deckungssystem ist links erklärt. Es gibt hohe und niedrige Deckung und das funktioniert etwas anders, als man es aus vergleichbaren runden Taktikspielen wie XCOM beispielsweise kennt. Es gibt auch hier diese Schilde, halb und voller Schild, aber ihre Bedeutung ist eine andere. Teilweise Deckung gibt es nicht. Entweder man befindet sich in Deckung, wird hier erklärt, oder halt nicht. Deckung schützt vor Fernkampfangriffen aus der Richtung des Feindes, wo die Deckung hinweist. Ein Charakter mit niedriger Deckung muss aufstehen, um über die Deckung hinweg zu schießen. Also ein Bogenschütze beispielsweise. Und ist auch gezwungen aufzustehen, wenn ein Feind neben ihm steht. Hohe Deckung greift dann noch, wenn ein Charakter steht. Also auch dann ist er gedeckt. Aber man muss sich bewegen, um auf einen Gegner zu schießen, der sich auf der anderen Seite befindet. Okay? Das war der Heiler. Dann schnappen wir uns noch unsere Bogenschützin. Der ist unbewaffnet. Das ist, dann nehmen wir erstmal hier unsere Waldes, die macht wieder einen Schnellschuss. Aus kürzester Entfernung ist es mit der Treffer, mit den Treffern ja echt kein Problem. Trefferchance nur 30%. 35 dann nicht. Dann machen wir lieber auch hier nur 35%. Warum eigentlich? Aus der Entfernung? Und beim Zielschuss, da treffen wir mit 50% Wahrscheinlichkeit. Warum treffen wir den so wenig? 80 hier? Ist ja irgendwo eine Deckung dazwischen? Ich kann keine sehen. Der ist weiter weg und der wird mit 80% getroffen. Sehr seltsam. Der steht doch direkt vor dem. 60% auch nur. Was hat er denn für Fähigkeiten, dieser Almar, dass man den so schlecht treffen kann? Unauffällig. Halbiert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Feind den Charakter angreift. Ah, das heißt, wir haben auch schlechtere Trefferchancen. Na, das ist ja ein Ding. Wieder was dazugelernt. Ja, dann halt erst die anderen. Es sind genug Gegner da zur Auswahl. Die liegt auf dem Boden. Das ist dann immer gut, auf einen Gegner drauf zu dreschen, der sich nicht so richtig wehren kann. Gegnerangriff ist nicht möglich. Das heißt, wir können an dem vorbeirennen. Dann bewegen wir uns hier hin. Aus der Entfernung sollte das kein Problem darstellen. Schnellschuss ist nicht mehr da. Feinde, die auf dem Boden liegen, anzugreifen, ist immer eine gute Idee. Weil man dann einfach mehr Schaden anrichten kann oder sie besser trifft, das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wenn jemand ausgerutscht ist, beispielsweise auf dem Boden liegt, das kann ja im Eis passieren. Nutzen, unbedingt nutzen. Der kann nichts mehr machen, sie kann nichts mehr machen. Und die Herrschaften hier haben auch nichts Gescheites mehr. Eine Runde weiter. Das hat weh, richtet aber nur sehr geringen Schaden an. Ja, wohin rennt die Sklavin denn? So, Bogenschützen direkt vor unserer Nase. Der kann Gelegenheitsangriff möglich. Achtung, das ist eine Heugabel. Wahrscheinlich bin da Zweier Entfernung. Steht das hier irgendwo Reichweite? Sollte so sein. Ich kann keine Anzeige sehen. Deshalb
machen wir was anderes. Dann nehmen wir lieber hier den Bogenschützen aus der Entfernung. Hier hin. Und feuern einmal. Das war's, kam nicht mehr zum Angriff, weil wir es zuerst getroffen haben. Eine unbewaffnete Frau? Nein. Sind das überhaupt Gegner? Das sind keine Gegner. Das sind tatsächlich, ich habe ja gesagt, wir verschonen die Frauen. Ah, und die Frauen des Gefolges bleiben wirklich hier stehen, kämpfen dann auch nicht mit und werden von uns verschont. Dann ist da alles bestens. So, das ist Nefia. Die hat ja bekanntlich einen Speer, kann aus zweier Entfernung zustechen und macht das auch ganz gerne. Klasse. Zwei Feinde bleiben übrig. Wo sind sie? Feind Nummer 1 muss hier unten, hier hinten irgendwo rumwetzen. Hier hinten ist noch Fog of War. Da kann natürlich auch jemand sein. Hier, da ist ein Feind. Dann machen wir am besten zwei. Schicken wir jeweils zwei auf. Und da ist noch einer. Ach Gott, ungeschult. Ist das wirklich nötig, dass wir Leute hier niedermetzeln? So, Bogenschützin schießt hier hin und das ist echt ein Abschlachten. Also ich weiß, ich bin ja als Rollenspieler Wikinger und die haben nun nicht unbedingt so das Riesenproblem, Blutbäder auszulösen, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ist euch da nicht auch ein bisschen mulmig zumute, dass wir rumrennen und hier quasi ja, Leute umbringen, die so halbe Zivilisten sind? Macht das echt Spaß? Ich weiß nicht. Hier ist ein Feld. Runde des Feindes. Sollen wir diese verzweifelte Frau, die ja hin und her wetzt, deren Herr tot ist, wahrscheinlich ihre Verwandten, Freunde, alle auch schon niedergemetzelt. Soll man die abschlachten? Es steht da, sie ist unsere Feindin. Ist schon bitter, oder? Und rutscht aus. Na, Sachen gibt's. Rutscht auf dem Schnee aus und kann von hier... Da Deckung 85% Trefferwahrscheinlichkeit ist immer noch eine Menge. Wir versuchen es mal mit Lähmen. Dann haben wir die bald. Oh Gott, wie furchtbar. Also echt. Mann, Mann, Mann. Schneiden hier den Weg ab. Was für ein bestialisches Abschlachten. Mann, Mann, Mann. Lähmen heißt anscheinend nicht, kann sich gar nicht bewegen, sondern hat eine reduzierte Wahrscheinlichkeit. 75%. Oh Gott, wie schrecklich. Also echt, was für ein... Kann man sowas einen Sieg nennen? Ja, ein Sieg sicher, aber ein Triumph wohl kaum und irgendwie... Heftig. Der Kampf ist vorüber, die Stille ist ohrenbetäubend. Das kann ich nachempfinden. Ketil starrt auf Erlingers Leiche. Störrischer alter Narr, sagte er. Und wir? Es musste sein. Nefia versucht, das Gute zu sehen. Mit Erlingers Tod hat das ewige Gestreite nun endlich ein Ende gefunden. Jahrelang säte er Zwietracht innerhalb des Clans. Jetzt, da er tot ist, wird vieles einfacher werden.
Asleifer dagegen, na, das ist echt ein tugendhafter Mann. Sprich nicht so über ihn, bitte. Oh, das Weib Erlingers. Habt ihr links gesehen? Den Ruf beim Clan ist jetzt aufgestiegen zu geliebt. Wir haben also nicht nur Fertigkeitspunkte bekommen, habt ihr auch gesehen, sondern unser Ruf ist auch gestiegen wegen dieser Entscheidung. Sein Weib Jordis tritt an uns heran mit aufrechtem Rücken und blickt Waldes fest in die Augen. Wir sehen sie an, wir sehen ihr an, dass sie geweint hat, aber ihre Stimme klingt gefasst. Jordis, du hast dein Recht bekommen, sagt sie Waldes. Was soll nun aus den Mädchen und mir werden? Zwei Möglichkeiten. Die Frauen verbannen, ihr müsst fortgehen, ihr habt eine Woche Zeit, um von hier zu verschwinden. Oder ganz großmütig, ihr dürft bleiben. Der Bauernhof bleibt im Besitz eurer Familie. Jedenfalls das, was davon übrig geblieben ist. Ich mach mal die weniger riskante Variante und verbanne die, weil wer weiß, was das Weib Jordis noch an Zwietracht säen wird in unserem Clan, wenn sie hier bleibt in der Nachbarschaft. Wer soll den Bauernhof jetzt übernehmen? Asleifer? Balti Fäuster, als Ketil so fragt, so pragmatisch ist. Seine Leiche ist noch nicht einmal kalt und schon geht der Streit darüber los, wer was bekommen soll. Asleifer ist aufgebracht. Ketil entschuldigt sich. Du hast recht, wir sollten nach Hause gehen. Na, noch nicht. Wir müssen uns erst noch etwas umsehen, bevor wir gehen, denn hier gibt es jede Menge Leichen noch zu plündern, Fässer zu öffnen und vielleicht sogar noch das ein oder andere Abenteuer zu entdecken, vielleicht noch eine Nebenquest. Wir haben die Karte uns noch gar nicht angeschaut, das machen wir auf jeden Fall noch zum Auftakt der nächsten Folge, hier bei Expeditions Vikings.